So, hi Leute, hallo Trader, herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video möchte ich einmal mit euch über die fünf häufigsten Fehler sprechen, die, ich sag mal, vor allen Dingen gerade Trading-Anfänger machen. Aber nicht nur Trading-Anfänger, auch viele, die schon deutlich länger beim Traden sind, denke ich, passieren doch einige dieser Fehler oder dieser fünf Punkte, die ich heute mit euch gemeinsam besprechen werde. Ich möchte es aber nicht in irgendeinem langweiligen Video machen, sondern ja, ich habe euch natürlich auch einen Trade mitgebracht und ich habe mir gedacht, anhand dem Trade, den ich hier in der TGT-Aktie gemacht habe, werden wir uns einmal diesen fünf Fehlern genauer widmen. Und ja, ihr seht ja hier, dass der Trade super aufgegangen ist. Ja, von Anfang an dabei gewesen, die gesamte Bewegung mitgenommen. Und deswegen habe ich gedacht, an dem Trade, ja, können wir das sehr, sehr gut besprechen und so vielleicht auch ganz interessant gestalten. Natürlich ist das hier kein Entertainment-Video, ja, das wisst ihr ja, ich bin jetzt hier nicht der Entertainer, sondern ich versuche euch hier ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben, aber ich versuche es halbwegs spannend zu machen und ich denke, mit so einem Beispiel ist das eventuell eine ganz gute Nummer. Und ich würde sagen, da kommen wir auch schon zum Fehler Nummer 1 und das ist einfach eine unzureichende Vorbereitung. Warum sage ich das? Nämlich ganz klar, hätte ich mich hier nicht vorbereitet auf diese Aktie und damit meine ich vorbereitet im Vorfeld, dann hätte ich den Trade nicht machen können. Ja? Ihr seht ja hier, ich war ganz unten, von ganz unten dabei. Ja, die Aktie hat eröffnet und dann bin ich auch schon relativ früh reingegangen. Ich glaube, es war in der ersten oder zweiten Minute. Und das geht natürlich nur, wenn ich diese Aktie im Vorfeld analysiert habe und wenn ich weiß, was ich machen will in dem Moment. Ja? Und dafür muss ich vorbereitet sein. Und wie ich mich vorbereite und wie ich diese Aktie gefunden habe, das geschieht mit einem Screener. Ja? Und ich will es nicht zu kompliziert machen und es soll auch nicht zu lange dauern, aber ich bereite mich vorbörslich auf den Markt vor. Ja? Diese Aktie, die hättet ihr überall finden können, ja? Die ist richtig stark nach oben gelaufen. Ich zeige euch das am besten mal in TradingView. Und ihr könnt mir glauben, ihr müsst einfach nur wissen, wo ich solche Aktien finde, ja, vorbörslich. Da gibt es mehrere Seiten. Ihr könnt aber auch einen Screener verwenden, hier beispielsweise in TradingView. Ich nutze folgende Screening-Kriterien. Ich schaue mir an, alle Aktien, die mehr als 5 Dollar groß sind, ja, die filtere ich raus. Das ist einfach eine persönliche Präferenz von mir. Andere Aktien möchte ich nicht sehen. Dann schaue ich mir an, okay, wie viel Volumen handelt die Pre-Market? Ja, das ist ganz wichtig. Und da möchte ich mindestens 500.000 haben, also stelle ich ein, Preis mehr als 5 Dollar, vorbörsliches Volumen über 500.000, da werden schon mal ganz, ganz viele Aktien wegfallen, denn die werden keineswegs 500.000 handeln. Das heißt, wenn ihr 500.000 Pre-Market-Volumen einstellt, dann werdet ihr Aktien haben, die interessant sind und die vor allen Dingen auch einen Pre-Market-Verlauf haben. Also ein Chart, wie ihr ihn hier seht, dass er so aussieht, wie ja eigentlich während des eigentlichen Handels. Das habt ihr nur dann in solchen Aktien, die so viel Volumen handeln. Und ich schaue mir die Gaps an, ja, Gap in Percentage, also in Prozent. Und da gucke ich mir an, sowohl alle, die mehr als 3% nach oben gelaufen sind, als auch die, die mit weniger als minus 3% unterwegs sind, um alle zu finden, die sehr, sehr schwach nach unten sind. Und da werdet ihr sehen, egal welchen Screener ihr verwendet, dann werdet ihr da die Aktienauswahl sehr, sehr komprimiert zusammendämpfen. Und seid so dann in der richtigen Aktie unterwegs. Ja, und so mit den Screening-Kriterien hätte die jeder gefunden, in jedem Screener der Welt. Diese Aktie, wenn ihr euch vorbereitet auf den Markt, die wäre am gestrigen Tag, wäre an der nicht vorbeigekommen. So, das heißt also, Thema Screening, ganz, ganz wichtig. Das gehört absolut zur Vorbereitung dazu, vor allen Dingen im Aktienmarkt. Also, die fehlende Vorbereitung, einfach reinzugehen, ist ein ganz großes K.O.-Kriterium. Also ich war hier perfekt vorbereitet mit der Aktie und ich wusste auch, was ich machen will. Es ist so ein fließender Übergang und da kommen wir auch zum zweiten Punkt. Also neben der Vorbereitung in der richtigen Aktie zu sein, ist der zweite Punkt, dass die meisten keinen klaren Handelsplan haben. Und noch ein Vorwort zu der Aktie an sich. Ihr seht ja immer wieder, dass ich nur so gut traden kann, wie meine Aktienauswahl ist. Und deswegen ist das so entscheidend. Ja, die Kriterien sind einfach, aber man muss die Arbeit machen. Wenn nicht vorbörslich, dann während des Handels, auch das habe ich euch ja schon gezeigt, aber hier
konnte man die Aktie sehr, sehr gut vorbörslich finden und dann kann man sich natürlich die Zeit nehmen und perfekt vorbereiten und auch einen sehr, sehr guten Handelsplan erstellen. Und das ist der zweite Punkt. Was war jetzt hier so super in dieser Aktie? Das war einfach die Tatsache, dass wir hier so eine richtig schöne Imbalance hatten. Gehen wir das vielleicht nochmal in den 5-Minuten-Chart. Und dann hat sich die Aktie auch hier am Hoch gehalten und hat hier eine schöne Range gebildet. Ja, das sieht man hier. Diese Pre-Market-Range, das war ja das absolute Highlight. Ja, da ist mein Herz aufgegangen, als ich das gesehen habe, weil das war ja die Paradesituation, so wie ich sie haben möchte. Ja, die Aktie hat News, hat richtig viel Volumen, macht eine Imbalance. In dem Fall läuft sie nach oben und dann bildet sie hier diese richtig schöne Range im oberen Bereich. Ja, das Hoch schon ein paar Mal angehandelt. Erhöht die Wahrscheinlichkeit nochmal, dass wir das nochmal anhandeln und dann auch, wie wir es ja auch schon gesehen haben, später rausnehmen. So, der Plan war jetzt folgendes. Natürlich muss ich mir überlegen, okay, wo will ich diese, nicht diese Range kaufen, sondern wo will ich diese Aktie kaufen? Und ja, der Plan war ganz klar. Ich will sehen, dass das Level 125 hält und in dem Bereich hier unten will ich im Optimalfall reinkommen. Ja, denn für mich das Wichtigste ist der Kontext, den bewerte ich mit dem Volume Profile. Frag mich nicht, warum das jetzt hier nicht an ist. Normalerweise müsste man jetzt hier ein Volume Profile sehen. Wir machen mal Folgendes. Wir laden die Seite nochmal neu. Und dann sollte eigentlich auch ein Volume Profile sichtbar sein. Ja, da ist es. Und jetzt schneiden wir das Ganze nochmal ab. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir sein wollen. Und jetzt, wo wir es abgeschnitten haben, haben wir wieder kein Volumenprofil. Das liegt daran, dass ich es so eingestellt habe, dass das Volumenprofil nur für den eigentlichen Handel eingezeichnet wird, also erst ab 15:30 Uhr. Aber ich verrate euch jetzt einen Geheimtrick. Hier unten an diesen Punkten, ja, da wird wahrscheinlich sehr, sehr wenig Volumen gehandelt sein. Und ja, deswegen ist das ein perfekter Kontext, um einzusteigen. Wir können aber Folgendes machen. Wir machen jetzt der Vollständigkeit halber. Gehen wir jetzt hier einmal auf Indikatoren und dann wählen wir hier nochmal das Volumenprofil aus. Und wir nehmen jetzt hier die Fixed Range. Und mit dieser Fixed Range können wir jetzt hier einmal ein Profil einzeichnen. So, dann sehen wir, wo ist das Volume, ja, wo ist Volumen gebildet worden und wo sind die Preise abgelehnt worden. Ist jetzt aber in dem Fall ganz einfach zu erkennen. Ja, also ich wollte sehen, dass die 125 verteidigt wird, respektive 124,76, dieses Preisniveau. Und ja, dann war meine Erwartung, nicht nur, dass wir zum Value laufen, das war das Minimum, sondern wenn das hier so früh zur Eröffnung passiert, ja, dann war die Erwartung ganz klar, dass wir hier die komplette Range durchlaufen. Ja, das haben wir hier auch die ganze Zeit gemacht. Und deswegen war die Planung, okay, hier unten in den Bereich reingehen und hier oben nach Möglichkeit auch schon das Risiko reduzieren. Denn was man immer bedenken muss, wenn ich jetzt hier unten diesen Einstiegspreis bekomme, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass wir hier einfach direkt durchlaufen und ausbrechen aus dieser Range, sondern der Markt kann genauso gut den wahrscheinlichen Fall laufen, dass wir hier hochlaufen. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Aber hier oben kann er trotzdem umkehren und es kann auch eine kontinuierliche Trendumkehr passieren und wir dann in die Richtung laufen. Und deswegen war meine Überlegung im Vorfeld, okay, wie ist mein CRV? Ja, das heißt, um das CRV zu bestimmen, brauche ich natürlich auch eine Stop-Setzung. Und um wie viel muss ich hier oben von meiner Position reduzieren, damit sollte dieser Fall hier eintreten und die Aktie gegen mich laufen, ich dann zumindest mal Break-Even bin. Mehr will ich aber nicht rausnehmen, weil das Potenzial in dieser Aktie einfach so gigantisch ist. Und es macht in dem Moment keinen Sinn, mehr hier oben dieser Range rauszunehmen, für mich in der Situation, als den prozentualen Anteil oder der Anteil an Aktien, damit ich zumindest Break-Even bin, ohne den Stop zu korrigieren. Wie war die Stop-Setzung? Auch die soll natürlich im Vorfeld geplant sein. Und da habe ich Folgendes berücksichtigt. Die Aktie, die ist ja hier sehr, sehr schnell durchgelaufen. Und ihr könnt euch merken, wenn eine Aktie sehr, sehr schnell durchläuft durch Preisbereiche,
dann geht es oftmals dann auch in die andere Richtung genauso schnell wieder durch. Das heißt, also hier sehen wir, hier gibt es keine Unterstützung in irgendeiner Art und Weise. Sollte also dieses Preisniveau nicht halten, dann wird sie relativ schnell durchgehen. Was hat das für eine Konsequenz in meinen Überlegungen? Ich muss mir ja keinen riesen Stop geben, ja, weil ich weiß, okay, wenn es ja durchgeht, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell durchgehen, dann hält den Preis ja nichts mehr. Andererseits muss ich dem Markt aber auch ein bisschen Spielraum geben. Ja? Denn die Liquidität muss ich erstmal finden. Wenn ich reinkomme früh zur Eröffnung, dann kann dieses Level hier schon auch mal durchlaufen werden. Und wenn ich direkt hier dahinter stoppe, ja, dann fliege ich direkt raus. Und runde Level sind auch mal ganz wichtig. Ich habe dann meinen Stop hier unter die 124 gelegt, hatte also noch ein bisschen Marge. Und letztendlich hat man es jetzt hier nicht gebraucht, weil ihr habt ja gesehen, der vorbörsliche Preis hier, der ist exakt verteidigt worden. Ja, den haben wir noch nicht mal punktgenau angehandelt. Und ja, das ist in dem Fall halt optimal aufgegangen und die Aktie ist nach oben gelaufen. Also, das war die Planung. Wie lege ich meinen Stop? Ja, was überlege ich mir im Vorfeld? Das war der Handelsplan. Wo gehe ich rein? Ja, wo kommt der Stop hin? Wie viele Aktien handle ich? Was ist als nächstes am wahrscheinlichsten? Wie viel Risiko nehme ich raus? Warum, wie viel, ja? Und dann, wenn wir quasi diese erste Kurve gefahren sind, ja, also bis zur ersten Kurve war das jetzt der Plan. Das war jetzt erstmal das, was am wahrscheinlichsten passiert. Ja, das war der erste Schritt. So, der zweite Schritt, der kam, wenn wir dieses Level hier rausnehmen. Ja, auch das habe ich mir im Vorfeld überlegt. Okay, was passiert also, wenn die Aktie ja dann wirklich optimal läuft und wir da auch darüber gehen? Und da wären natürlich dann die nächsten Preisniveaus interessant. Und dafür bin ich hier einmal in den 15-Minuten-Chart gegangen. Und dann seht ihr hier schon, das sind die Preisniveaus noch eingezeichnet. Dann habe ich gesehen, hier auf der 132,47, da haben wir wieder einen Preisbereich, wo wir 1, 2, 3 Mal im Vorfeld abgelehnt worden sind. Und ja, das war das nächste Ziel. Ihr habt auch schon gesehen, dieses Ziel, ja, das haben wir letztendlich nicht ganz erreicht, sondern wir sind ja ein paar Dollar davor, also das war die 132, stehen geblieben sind wir dann beim Hoch hier auf der 131,31. Ja, das war dann aber erstmal egal, aber ich wusste, okay, in dem Moment, wenn es darüber geht, ist auch viel Luft, ja, dann laufen wir in eine komplett neue Range. Das heißt, ich habe hier genug Möglichkeiten, weiter von dieser Aktie zu profitieren. Und ja, das ist im Vorfeld erstmal wichtig abzuklären. Das war der klare Handelsplan, ja. Und ja, den habe ich einfach umgesetzt. Ihr habt gesehen, wenn ich euch den Screenshot nochmal einblende, hier bin ich reingegangen, hier was rausgenommen, ja. Auf dem Range-Niveau was rausgenommen, ja. Die Aktie lief immer weiter. Und ja, hier bin ich später nochmal, habe ich später nochmal einskaliert. Das besprechen wir aber gleich, wenn wir uns den dritten Punkt angucken. Nämlich, neben dem Handelsplan gehört es auch absolut dazu, dass ich ein vernünftiges Risikomanagement habe. Das heißt, der Fehler Nummer drei, den viele Trading-Anfänger machen, ist, dass sie kein vernünftiges Risikomanagement haben. Und das zeige ich euch auch am besten nochmal in TradingView. Denn erstmal ist ganz klar, jeder sollte, wenn es darum geht, das Risiko zu managen, einen Stop-Loss verwenden. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man den Stop-Loss fest in den Markt legen muss, aber man muss zumindest mal gedanklich wissen, wo positioniere ich meinen Stop, ja? Wenn meine Trading-Idee nicht mehr aufgeht. Ja, das heißt, merkt euch so als Grundidee, ich lege meinen Stop immer dahin, wo meine Trading-Idee nicht mehr relevant ist. Denn ihr solltet euch immer fragen, okay, wenn ich jetzt long in den Markt einsteige, an diesem Preisniveau, ab welchem Preisniveau macht es nicht mehr Sinn, positioniert zu sein. Bedeutet also, wo ist meine Trading-Idee nicht mehr intakt? Und da gehört der Stop-Loss hin und da sollte dann auch der Stop positioniert werden. Und das sollte im Optimalfall nicht unbedingt an dem alleroffensichtlichsten Preisniveau liegen, denn da wird der Markt oft hingetrieben werden, weil da natürlich auch alle wissen, okay, da liegen möglicherweise die Stops, da liegt die Liquidität und ja, dann werdet ihr dementsprechend ausgestoppt. Aber ganz wichtig, beim Risikomanagement, ihr braucht einen Stop-Loss. Dann ist natürlich die zweite Frage, wie viel Risiko sollte ich denn jetzt überhaupt riskieren? Und da liest man ja und bekommt die abenteuerlichsten Sachen mit von 2, 3, 4, 5%, die da viele riskieren. Wir reden hier immer vom Daytrading, ja? Umso längerfristiger man
tradet, desto mehr kann man dann tendenziell dann auch vielleicht riskieren. Aber im Daytrading, ja, 2, 3, 4% zu riskieren, ja, das wird langfristig höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ich riskiere, selbst wenn ich die höchste Position eingehe pro Trade, weniger als 0,2% von meinem Trading-Kapital, was ich zur Verfügung habe, prozentual. Wichtig gehört aber auch zum Trade-Management, dass ich mir überlege, okay, wenn der Trade jetzt anläuft für mich, ja, wie kann ich da nochmal mit wenig Risiko auch einskalieren? Ja, das heißt, meine Position erhöhen. Ja, merkt euch, und das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, viele neue Trader, die tendieren dazu, ja, die Gewinne schnell einzuskalieren. Ja, das heißt, wenn sie in den Gewinn laufen, dann wollen sie die Gewinne auch nicht mehr abgeben und tendenziell dann eher das Risiko erhöhen, ja, wenn der Trade nicht so anläuft und ins Minus läuft, weil er könnte ja wieder ins Plus laufen, ja, und sollte der Trader genau andersrum agieren. Ja, nach Möglichkeit die Verluste relativ sofort cutten und wenn es gut läuft, dann in den Trade weiter einskalieren. Das habe ich mir in dem Trade auch erhofft oder beziehungsweise zunutze machen wollen. Und wie das genau funktioniert, das möchte ich euch erstmal von der Technik her mal demonstrieren. Und dazu machen wir mal Folgendes. Ich lösche jetzt hier mal alle Zeichnungen und wir gehen hier nochmal in den Replay-Mode. Ja, also jetzt erstmal die technische Handhabung des Ganzen. Was passiert mit meinem Durchschnittspreis, wenn ich jetzt einskaliere? Einskaliere heißt, ich habe eine Position offen, habe vielleicht auch schon ausskaliert, wie ihr es bei mir gesehen habt, und ich skaliere nochmal den Trade ein. Das heißt, ich gehe nochmal die gleiche Position ein. Das heißt, ich erhöhe meine Aktienzahl wieder. Und das ist ein ganz wichtiges Risikomanagement-Kriterium, was ich euch hier zeigen möchte, was dafür sorgt, dass ihr ohne Risiko nochmal einscalen könnt und so natürlich auch nochmal deutlich mehr gewinnen könnt, wenn es dann weiter für euch läuft. Also, wir machen erstmal Folgendes: Wir kaufen jetzt hier erstmal 1000 Aktien. So, etwa auf dem Preisniveau, den ich auch hatte, als ich in den Trade gegangen bin. So, jetzt läuft der Trade hier in eure Richtung. Und jetzt sagt ihr euch, okay, ganz gut verdient. Ja. Jetzt verkaufe ich hier 500 Aktien. Hat jetzt nichts mit meinem Trade zu tun, nur wie ich den in Wirklichkeit gemanagt habe, sondern es geht jetzt einfach nur ums Prinzip des Einscalens, ja, um das einmal zu sehen und zu verstehen. So, dann seht ihr hier unten 2500 Dollar roundabout realisiert und nochmal 2000, ja, machen wir es genau, 2480 Aktien, logischerweise, weil ich die Hälfte ausskaliert habe, sind jetzt noch im Handel. Dadurch, dass mein Einstiegspreis jetzt so weit hier unten ist, macht es keinen Sinn, ich sag's es mal, den unbedingt hier unten zu lassen, ja? Weil wenn der Markt jetzt hier zurückkommen würde, nämlich zu dem Preisbereich, dann erkennt er das auch schon früher, ja? Nehmen wir mal an, ihr identifiziert das und sagt, okay, wenn jetzt diese Preismarke hier brechen sollte, ja? Beispielsweise wie auch wieder hier in diese Range reinlaufen. Dann ist meine Idee nicht mehr intakt und dann geht der ganze Trade nicht mehr auf. Ja? Also wir kalkulieren jetzt hier weiter, dass wir in die Long-Richtung weiterlaufen. Dann müsst ihr euren Stop und euren Einstiegspreis auch nicht weiter hier unten behalten. Ja? Dann ist es jetzt das Ziel, so viel einzuskalieren, damit der Einstiegspreis nach hier oben rutscht. Und das passiert, wenn ich wieder einskaliere. Bedeutet also, der Markt, der läuft jetzt weiter. Und jetzt sagen wir, okay, wir skalieren jetzt ein. Machen wir es auch einfach wieder mit 500 Aktien. Ja, also nochmal 500 Aktien rein. Dann rutscht der Durchschnittspreis jetzt hier hoch. Das kann man im Vorfeld genau berechnen. Ja, dadurch, dass jetzt genau die Hälfte ist, ist es ganz genau einfach. Das ist einfach die Hälfte zwischen dem jetzigen Preis und dem Einstiegspreis. Kommt da dementsprechend dahin. So, was habe ich jetzt dadurch erreicht? Ich habe dadurch erreicht, ich habe eben 500 Aktien ausskaliert. Das heißt, die 2400, die habe ich fest. Die sind eingesackt. Das sind keine Buchgewinne mehr, sondern die sind ja, auf unserem Trading-Konto. Und ich bin jetzt wieder mit 1000 Aktien positioniert wie eben. Das hat als Konsequenz, dass mein Durchschnittspreis nach oben gerutscht ist. Aber ich habe mir das ja im Vorfeld überlegt, weil dieses Preisniveau jetzt Sinn macht, da meinen Einstiegspreis zu haben. Das würde, also wenn ich jetzt einen ganz neuen Trade machen würde, dann würde ich auch hier den Stop haben wollen. Ja, so kalkuliere ich den Durchschnittspreis. Und der große Vorteil ist jetzt natürlich, dass ich jetzt wieder mit 1000 Aktien investiert bin. Und sollte die Trade-Idee weiter aufgehen, der Markt nach oben laufen,
bin ich halt wieder mit der doppelten Positionsgröße unterwegs, anstatt nur noch mit 500 Aktien, nur mit den alten 500 Aktien. Und diese Technik, ja, die macht natürlich am meisten Sinn in so einer Aktie, ja, wo ihr einen guten Einstiegspreis bekommen habt und der Markt auch schon gut für euch gelaufen ist. Denn ihr habt ja gesehen, der Durchschnittspreis rückt nach oben. Je größer quasi die Strecke ist zwischen dem, wo ihr jetzt aktuell seid und eurem Einstiegspreis, desto mehr könnt ihr natürlich auch ohne Risiko einskalieren. Und wenn ich es noch nicht gesagt habe, warum ohne Risiko? Weil auf das Preisniveau, wo euer Durchschnittspreis jetzt rutscht beim Einskalieren, legt ihr dann natürlich auch euren Stop, dass ihr nichts mehr verlieren könnt. Ja, denn wir wollen ja ohne Risiko einskalieren. Und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich auch schon vorstellen, wenn man das nicht richtig macht, das nicht im Vorfeld sich genau überlegt und auch Erfahrung damit hat, dann würde das in den meisten Fällen komplett falsch gemacht. Das heißt, es geht dann ja nicht so optimal auf, wie ich es euch jetzt hier demonstriert habe, sondern es wird zu früh einskaliert, es wird falsch einskaliert. Ja, der Durchschnittspreis, der wird nicht richtig berechnet, der liegt dann auf einem ganz falschen Preisniveau, wo ihr hundertprozentig ausgestoppt werdet und im Endeffekt wird dann weniger gewonnen, als wäre gar nichts mit dem Durchschnittspreis passiert. Deswegen muss man das ganz genau durchdenken, wann man sowas macht, wann es Sinn macht. Und so wie ich es jetzt hier beschrieben habe, ist es eine gute Möglichkeit, so weiter von dieser Aktie zu profitieren. Und deswegen sage ich, ohne vernünftiges Risikomanagement, und das gehört dazu, ja, habt ihr keine Chance auf die ganz großen Gewinne. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das hier bei mir aussah. Ihr seht jetzt beispielsweise hier der Einstiegspreis ganz unten. Dann habe ich hier ausskaliert, erstmal nur ausskaliert, nicht einskaliert. Dann seht ihr hier meine Einscaler. Dadurch ist mein Durchschnittspreis etwa auf dieses Preisniveau gerutscht, was wir jetzt auch in der Simulation hatten. Da habe ich dann auch meinen Stop hingelegt. Ja, und dann war natürlich die Hoffnung, dass es hier noch eine ordentliche Zugabe gibt. Diese Annahme konnte man in dem Moment haben. Die Realität sah dann anders aus. Ja, es ist leider nur bei 14.000 geblieben oder 14.000 raus geworden. Aber es hätte hier auch noch deutlich weitergehen können. Das macht aber auch nichts, weil ich habe mir jetzt das Risiko, ich habe das Risiko nochmal erhöht, aber ich hatte gar kein Risiko mehr, weil ich meinen Stop hier hingesetzt habe. Und ob mein Stop jetzt hier unten geblieben wäre und das Ergebnis etwa auf dem Preisniveau geendet hätte oder ob ich nochmal einscale und mein Stop-Loss hier hochkommt, spielt überhaupt keinen Unterschied. Ja? Ich habe ohne erneutes Risiko nochmal die Position erhöhen können. Und darum geht es. Und ich hoffe, dass es jetzt hier deutlicher geworden. So, das war Nummer 3. Also fassen wir mal zusammen. Nummer 1 war unzureichende Vorbereitung. Nummer 2 war kein klarer Handelsplan. Nummer 3 war kein vernünftiges Risikomanagement. Und Nummer 4 ist fast mein Lieblingspunkt. Das ist die unrealistische Erwartungshaltung. Und dazu gucken wir uns auch nochmal den Trade in Trading View an. Und was kann ich zur unrealistischen Erwartungshaltung sagen? Und da kann jeder vielleicht auch mal in sich hineinhorchen. Ja, die meisten denken leider in dem Moment, wo sie in den Trade gehen, dass jetzt auch eine riesengroße Bewegung kommt. Und das ist in den meisten Fällen die komplett falsche Erwartung, ja, die schlechteste Erwartung, die man haben kann in der Situation. Das hängt von statistischen Auswertungen zusammen, es hängt von Erfahrungswert zusammen, einfach situativ bedingt und dafür braucht es viel Erfahrung. Aber die Erwartung, die meisten Trader haben, die ich auch gecoacht habe, ja, wenn sie neu zu Enter kamen, war immer in dem Moment, wo sie reingehen, jetzt kommt eine riesengroße Bewegung. Warum kann ich das sagen? Ja, weil sie sonst ja den Trade nicht gemacht hätten. Ja, und nicht so gemacht hätten, wie sie ihn gemacht hätten. Was war hier meine Erwartungshaltung in dem Trade? Meine Erwartungshaltung war, wenn der Trade hier aufgeht und ich richtig liege, ja, dann gibt es jetzt hier eine riesengroße Bewegung. Ja? Und in dem Fall war das die richtige Erwartungshaltung, weil wir haben hier das perfekte Level. Ja, wenn das hält, dann bin ich ganz früh dabei. Ich habe den besten Kontextbereich und der Trade wird anlaufen. Dann, wir sind so früh zur Eröffnung, das ganze Volumen kommt rein. Das macht es noch wahrscheinlicher, dass, wenn der Trade in die richtige Richtung läuft, dass er jetzt auch richtig für mich anläuft. Und meine Erwartung war, dass wir hier diese Range durchlaufen. Und das haben wir ja hier auch die ganze Zeit gesehen. Ja. Und erst dann, als wir hier drüber gegangen sind, habe ich mehr erwartet von dem Trade. Ja, ich habe euch ja auch gesagt, ich hätte mir auch vorstellen können, dass es hier nicht drüber geht und dass er hier nochmal zurückkommt. Ja, oder komplett
in die andere Richtung läuft. Ja? Das heißt ja nicht, nur weil ich hier unten reingehe, dass er sofort durchgehen muss und für mich läuft. Er kann ja auch nochmal zurückkommen zu meinem Preisniveau. Auch das muss ich bedenken. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, wenn ich hier richtig liege, diese Bewegung hier oben, die wirst du bekommen. Ja, aufgrund der ganzen Bedingungen, die wir jetzt schon ausführlich besprochen haben. Und so muss man immer wissen, situativ, Uhrzeit ganz berücksichtigen, Aktienauswahl, was ist jetzt realistisch und wahrscheinlich. Und ein ganz wichtiges Kriterium habe ich hier noch vergessen, was es noch wahrscheinlicher gemacht hat und noch mehr in meine Richtung gespielt hat und noch mehr meine Erwartungen bestätigt hat, nämlich das war das hohe Volumen. Ja, die Aktie hat hier etwa mit dem 15- bis 20-fachen Volumen gehandelt, dessen, was sie normalerweise tradet. Und ja, die ATR, die wir normalerweise ablaufen, ja, das war noch nicht mal, ja, das haben wir hier auch gesehen, das war ungefähr die ATR, die wir normalerweise ablaufen. Also das war schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass es hier passiert. Und wenn wir das in einer relativ kurzen Zeit sehen, wie wir es jetzt hier auch gesehen haben, das ist dann auch ein gutes Zeichen dafür, dass es noch eine deutliche Zugabe gibt. So, das war also Punkt Nummer 4, dass keine realistische Erwartung an den Trade und an die ganzen Marktgegebenheiten einfach bei Trading-Anfängern vorhanden ist. Und das muss man sich einfach erarbeiten durch Erfahrung, durch statistische Auswertung, durch Trading-Tagebücher, da kommt er einfach nicht drum herum. Und dann irgendwann, ja, baut sich das wie ein Puzzle auf und ihr wisst einfach, okay, jetzt in der Situation kann ich das erwarten. Ja, jetzt geht der Weg bis zur nächsten Kurve dahin. Wenn wir da rumkommen, ja, dann kann ich wieder weiterdenken. Und so kann man sich Step by Step, ja, durch das ganze Labyrinth handeln. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man die Arbeit einfach reinsteckt. So, den fünften Punkt, das ist das emotionale Handeln. Und das werde ich im Rahmen dieses Videos nicht mehr behandeln können, weil ja, das komplett die Zeit sprengen würde. Und weil ich es auch schon für euch aufgenommen habe. Ja. Das Video Emotionales Trading ist ziemlich gut angekommen. Ja. Da gab es extrem viele Kommentare. Und das werden wir euch, wer es noch nicht gesehen hat und sich das Video gerade anguckt, hier unter der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinken. Das heißt, der Punkt Emotionales Trading ist ein ganz wichtiger, den ich in diesem Video explizit beschrieben habe. Also unbedingt ansehen. Und dann sage ich für heute, ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was lernen können, was mitnehmen können aus dem Video. Wenn, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst dem Video ein Like da. Und für alle, die sich für eine echte Zusammenarbeit mit Heldenthal interessieren, denen empfehle ich sich einfach mal auf unserer Homepage www.karriere.heldenthal.com mal genau umzusehen. Und ja, vielleicht darf ich dann auch schon bald den ein oder anderen mal persönlich begrüßen und in dem persönlichen Coaching ja dann auch ja, mit ihm über die richtige Erwartung beim Traden sprechen. Und ja, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.